Jonas Mosler, mein Name, von der Firma Susi und James. Vor 2 Jahren wurde ich Vater, stolzer Vater von dem kleinen, wunderbaren Noah und habe angefangen, mit meinem neuen Handy Fotos zu machen, über LTE in die ganze Welt zu senden, meine Familie in Echtzeit zu informieren über dieses Wunder, was da heranwächst. Leider, ganz in der Nähe lebt meine Großmutter Helene, ist sie komplett ausgeschlossen aus diesem Kommunikationsfluss, weil sie nicht mehr die Möglichkeit hat und die Kraft, sich in die neue Kommunikation einzuarbeiten, wie WhatsApp, wie Smartphones und Tablets. Das Problem ist ganz einfach, Kommunikation auf diesem Niveau ist dann doch recht komplex für viele Menschen und die Hürde so groß, dass er Angst bereitet und man eben nicht mehr Teil ist und komplett ausgeschlossen. Das hat mich und mein Team motiviert, darüber nachzudenken, können wir nicht die Brücke schlagen und Kommunikation so einfach machen, dass wirklich jeder teilhaben kann. Und die Lösung war, wir entwickeln ein System, was nur einen Knopf kennt. Und der Rest muss über Sprachsteuerung funktionieren. Über natürliche Sprache sagen, was man will und zum Ziel kommen. Wir haben dieses System in der Anwendung gezeigt, jetzt gerade auf der IAA im Kontext von Autos, weil auch da, wenn wird sich der eine oder andere erinnern, hat er schon mal drauf gedrückt und dann ein Wie bitte gehört. Unsere Sprachsteuerung kann dazulernen im echten Betrieb und so nehmen wir die Hürde, dass man sich mit Technologiekomplexität beschäftigen muss, weg und haben ein System, was mit einem Knopf funktionieren kann. Der Markt ist ziemlich groß. Es gibt 100 Millionen Senioren in Europa und auch im Automobilmarkt, in dem wir das jetzt exemplarisch gezeigt haben, auf der IAA gibt es 50 Millionen Autos circa weltweit Neuzulassung. Der Wettbewerb ist stark bei einzelnen Elementen, die es schon gibt, aber wir ergänzen uns wunderbar mit unserem lernenden Ansatz. Unsere Erfolgsfaktoren sind, dass wir auf der IAA gerade ein sehr großes Feedback bekommen haben von den einzelnen Herstellern, eben in diesem Segment, die mit uns Piloten starten wollen. Wir haben erste NDAs unterzeichnet mit einer relevanten deutschen Marke und auch mit Zulieferern. Aber das Schöne ist, dass wir auch mit dem Thema Senioren, mit den Johannitern starten und freuen uns jetzt auf weitere Schritte und Investments, um das zu realisieren.